Habt ihr tatsächlich gedacht, das würde ausreichen, um mich zu besiegen? Ich hoffe nicht, denn das war ein schlechter Scherz. Da vorne. Da vorne werden wir die Waffe neu schmieden. Den Codex-Eintrag brauchen wir auch irgendwie. Ah, sehr gut. Es kann abfließen. Muss ich da wieder hoch? Aber warum denn? Das wissen die gerade offenbar selbst nicht, warum ich das machen muss. Okay. Ja gut, dann machen wir das, wenn die das so wollen. Na, das war jetzt nicht wirklich worth it, aber egal. Mann. Ständig dieses Verfehlen. Die Geschichte der Wächter, Teil 14. Ist das wieder der Slayer? Das könnte der Slayer sein. Die Wächter sahen sich über die Hölle verstreut, verlassen von Priestern und Verstärkungen, setzten zur letzten Schlacht mit den Streitkräften der Hölle an. Unbeugsam zerschmetterten die Wächter im Angesicht des sicheren Todes hunderte Dämonen und spießten Titanen auf. Als ihren Adlanen die Energie ausging, begaben sich die Wächter auf den Boden und bekämpften die Horden zu Fuß. Die Hölle wusste von dem Verrat, denn es waren zweifellos Makers und Priester, die die Saat gesät hatten, lange bevor die tapferen Krieger durch das Tor schritten. An diesem Tag bezeugte die Hölle das wildschlagende Herz der freien Menschen von Argentinur. Sie zeigten keine Todesangst. Sie starben, wie sie lebten, mit Schwert und Schild fest im Griff. Und Erdek würde nie würdig sein, solche Giganten willkommen zu heißen. Ihr Schicksal war das der Götter des Krieges, und sie würden nie vergessen sein. Lord Zash, den unerschütterlichen Bannerträger, fand man mit seiner Kriegsstandarte durch die Kehle einer riesigen Bestie gerammt und seine Überreste waren von Feindesleichen umringt. Rohan, der Mächtige, hatte derart viele Gegner ausgeweidet, dass ihre Eingeweide die schwarzen Felsen wie Reben umschlungen. Gnadenlos bis zum letzten Atemzug hatte Goa seine Klinge an den Knochen seiner Feinde zerbrochen und als er fiel, hatte er beinahe 4 Dutzend weitere Dämonen mit bloßen Händen hingeschlachtet. Die Priester glaubten alle Wächter tot, doch wir sind Agenter, wir sind Bezwinger.
Auch wenn der Deke-Orden sie als ketzerisch verteufelt, halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass der Slayer selbst noch immer im Unheiligen Reich wütet. Das Volk kann es nicht wissen, denn die Zukunft von Argent Dinur wurde von den pervertierten Visionen der Essenztrinker verbogen und verzerrt. Das Licht der Geister wird unsere Welt nie mehr erhellen, alles ist zerfallen. Sollte der Slayer am Leben sein, möge er unsere Rache Fleisch werden lassen. Sollte er siegen, möge er diejenigen richten, die uns Unrecht getan haben. Möge das Blut an seiner Klinge nie trocknen und möge sein Krieg nicht enden, bis die Schuldigen bestraft wurden. Und möge dieses Unheil nie mehr seine Schatten über eine Welt werfen. Und das war der letzte Abschnitt der Geschichte der Wächter. Die hatten wir offenbar noch nicht. Ah, so sahen die mal aus. Haben sich ein bisschen verändert, würde ich mal sagen. Als Argent Dinur im Bürgerkrieg versank, sahen sich die Wächter der Nacht in ihrer Treue zerrissen. Sollten sie der Khan Maker dienen oder gegen das Aufbegehren, das zu schützen, sie geschworen hatten. Die Desillusioniertesten unter ihnen schworen dem Wächterkönigshaus ab und versagten dem Thron ihre weitere Gefolgschaft. Diese hartgesottenen Kämpfer schlossen sich Separatistengruppen an, die von der hohen Priesterschaft geführt wurden, und verbündeten sich mit den Makers und ihren frommen Jüngern, um das Wächterkönigshaus zu stürzen. Den Wächterkriegern, die im Kampf fielen und sich an die Seite der Makers geschlagen hatten, wurde allerdings ein endgültiger Tod verwehrt. Wiederbelebt von der von den Makers geschaffenen Göttersmaschine, kehrten die gefallenen Wächter von den Toten zurück, verwandelt von der Macht der Hölle und nur zu einem einzigen Zweck wiedererschaffen, um als Ritter der Höllenarmee den Slayer zu jagen. Endlich haben wir sie auch hier. Endlich. Das grüne Leuchten zeigt an, dass sie verwundbar sind und nicht blocken können. Passe deine Schüsse also entsprechend ab. Der Marodeur kann nicht blocken, solange er taumelt. Schlage also schnell zu, bevor er sich erholen kann. Verschwende keine Munition mit dem Versuch, den Schild zu durchbrechen, solange er aktiv ist. Okay. Der geht also nicht kaputt. Ja, wir haben ja mittlerweile alle Dämonen hier. Versorge den Schmelztiegel mit Energie. Eine weitere Meisterschaftsmarke. Ich weiß echt noch nicht, wie genau ich die einsetzen soll, ehrlich gesagt. Schnellreise war noch nicht verfügbar, ne? Nee. Sicher möchtest du deine Waffe ausprobieren, bevor du gehst. Schmelztiegel. Der Schmelztiegel ist eine mächtige Nahkampfwaffe. Drücke V, um ihn aus der Scheide zu ziehen, und dann Maus 1, um Dämonen aufzuschlitzen. Jeder Dämon verbraucht einen Balken. Fülle die Energie des Schmelztiegels mit Pickups auf, die du in der Welt findest. Okay. Wow. Alter. Das ist komplett crazy. Whiplash. Whoa! No way! No way tötet er einfach so super schwere Dämonen mit einem einzigen Hieb.
Ich nutze gerade mal die Chance. Dauert zwar ein bisschen länger dann, aber... das ist es echt wert. Dann schaffen wir die Meisterschaft nämlich. Und der Prawler stört mich nicht wirklich. Der versucht zwar ein bisschen was, aber er ist halt nicht stark genug. Das hat nicht mal gereicht. Das hat auch nicht gereicht. Die sind ganz schön stark. 41. Boah. Einen noch. Meisterschaft. So, und jetzt müsste der Haken eigentlich die Gegner in Brand setzen. Jo. Also, diese Waffe ist einfach mal mega geil. Das muss ich mal sagen. Die tötet alles. Die tötet also auch super schwere Dämonen. Und das ist ideal, denn damit können wir diese Herausforderung hier hinten schaffen. Muss ich mal eben gucken, wo ich da hin will. Gehen wir da hin. Glaube ich, hier runter dann, oder? Ja. Ich bin gespannt, ob das klappt. Bin wirklich sehr, sehr gespannt. Warum geht das nicht? Ich bin pisst. Ich bin wirklich pisst. Okay, das sind offensichtlich die einzigen, die man nicht einfach so töten kann. Mit The Crucible. Das regt ja schon ein bisschen auf, muss man sagen. Das ist echt schon ein bisschen scheiße. Ein bisschen sehr scheiße. Ah, wir haben auch noch die Wächterbatterie, die wir irgendwie holen müssen. Die ist ja hier unten. Erstmal eine Möglichkeit finden. Also der ist hier hinter. Da oben ist was zu erkennen. Über mir. Da unten. Da. Das heißt, man muss irgendwie diese Tore
herunterfahren lassen. Ich vermute, dass dafür irgendwo ein Schalter versteckt ist. Der kann nicht so weit weg sein. Er muss ganz in der Nähe sein. Der ist es nicht. Den haben wir schon gedrückt. Den haben wir auch schon gedrückt. Vielleicht an der anderen Seite. Ne, hier ist auch keiner. Damit hat es auch nichts zu tun. Seltsam. Warum denn das? Vom Anfang? Oder von hier? Moment, das muss ich mir jetzt mal genau angucken. Das kann sein, dass man von Anfang aus dahin kommt. Das ist es noch nicht. Warum geht denn der Scheiß jetzt nicht auf? Boah, sag mir jetzt nicht, dass die doofe Tür zubleibt. Come on, ey. Das ist doch die falsche Ecke. Hiermit hat es auch nichts zu tun. Es ist ein wenig anstrengend, dass ich das jetzt nicht finde. Das nervt mich. Das nervt mich wirklich. Und das hier? Das könnte tatsächlich sein, dass man hier... Nee. 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 Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Das müsste ich mir in einem Video angucken. Da müssen wir hier tatsächlich drei Dinge liegen lassen und das tut mir echt weh. Aber ich weiß es gerade einfach auch nicht besser. Ich muss gestehen,
Ich weiß es einfach nicht besser. Okay. Verlassen wir also dieses Level. Ich bin nicht zufrieden. Aber das holen wir alles noch nach. Dafür haben wir hier alles geschafft. Hier fehlt leider gerade eine Wächterbatterie und ein Spielzeug. Daher natürlich auch nicht besonders viele Punkte. Dafür waren wir in dem Level auch einfach nicht gut genug. Zurück zu Fortress of Doom. Erdek ist die Maker-Heimatwelt. Zu ihr hat niemand Zugang. Kein Mensch hat jemals einen Fuß in diese Dimension gesetzt. Über die Maker-Agent-Fabrik in der Höllenstadt Nikavol kannst du das nichts durchqueren. Doch nicht aus eigener Kraft zurückkehren. Vega kann aber ein Portal für dich erschaffen. Aus diesem Grund musst du Vega durch das Nichts mit nach Erdek nehmen. Verstanden. Ich trenne mich von den Systemen des Schiffs. In Arbeit. Transfer auf externes Laufwerk erfolgt. Tja. Und schon hat Samuel Vega Macht über das Schiff. Ich bin mit deinem Schiff verbunden. Ich konfiguriere das Portal nach Nikavol. Benötigst du noch irgendetwas, bevor wir unsere Reise nach Erdek antreten? Du kannst nicht zurück, bevor die Mission abgeschlossen ist. Letzte Chance. Das ist deine letzte Möglichkeit, Gegenstände freizuschalten und die Fortress zu erkunden, bis deine Mission abgeschlossen ist. Okay. Aber das ist erst Mission 10. Dann folgt noch 11, 12, 13. Ich kann die letzten 4 Missionen nichts mehr machen? Okay. 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 Also gut, holen wir uns erstmal... Ich finde diese Waffe übrigens so geil, das ist unfassbar. Holen wir uns erstmal... Hier haben wir ja schon eine reingetan, dann holen wir uns jetzt noch die nächste. Klassische Marine-Uniform freigeschaltet. Oh, da sieht mein Arsch besonders geil drin aus. Hm. Lecker. So, hier haben wir alles freigespielt, da haben wir auch alles freigespielt. Mit den letzten beiden könnte man jetzt wahrscheinlich noch hier den Turm freischalten. Das machen wir auch. Und was wir uns natürlich auch holen, ist die Unmaker. Ich bin echt gespannt, was diese Waffe kann. Ob die ähnlich stark ist wie beispielsweise die BFG. Are you ready, folks? Unmaker. Der Unmaker ist eine verheerende Schnellfeuerwaffe mit breiter Streuung. Unmaker und BFG verwenden dieselbe Munition. Drücke F, um zwischen BFG und Unmaker zu wechseln. Ach, das ist ja auch cool. Der Unmaker. Reine Maker-Technologie. Inspiriert von Wächterwaffen und verfeinert durch ihren göttlichen Geist. Sein Zerstörungspotenzial ist überwältigend. Das können wir sonst gleich mal im Gefängnis ausprobieren. Und mich würde mal auch interessieren, ob man im Gefängnis auch die Sachen für die Waffenmeisterschaft und so freispielen kann. Das wäre auch interessant zu wissen. Aber das erklärt, wieso wir beispielsweise bei der BFG, also warum da unten jetzt 60 Schuss steht,
Obwohl wir mit der BFG ja nur zweimal oder so schießen konnten. Weil es eben eine Waffe gibt, die das Ganze als Maschinengewehr quasi benutzt. Das ist auch cool. Argent. Profi-Tipps unbekannt. Waffenskins gibt es nicht. Das sind aber auf jeden Fall unsere letzten beiden Waffen. Die Doom-Klinge. Ne, die Doom-Klinge da gar nicht. Der Schmelztiegel. Der Schmelztiegel ist ein heiliges Wächterrelikt, das immer noch eines der geheimnisvollsten Artefakte darstellt, die der Mensch kennt. In Texten von Argent Dinur wird auf verheerende, rechtschaffende Weise von der Waffe gesprochen. Während von den Wächtern der Nacht bekannt war, dass sie ähnliche Energieklingen in ihr Waffenarsenal aufnahmen, ist nur der Schmelztiegel mächtig genug, Dämonen der Titanklasse zu erschlagen. Nur vom Slayer weiß man, dass er dieses verehrte Schwert führt, und so ist er der Einzige, der den Schmelztiegel wirklich kennt. Mit himmlischer Hitze verbrennt die Klinge das Fleisch bereits beim Schlagen der Wunde. Und die Unmaker. Der Unmaker ist eine Waffe von einzigartiger Macht, die in der Fortress of Doom unter Verschluss gehalten wird. Inspiriert von Waffentechnologie der Wächter wurde diese himmlische Feuerwaffe in Urdak erschaffen, eine geniale Erfindung der Makers selbst. Bei Aktivierung der Waffe öffnen sich ihre Verschlusskanäle und der Unmaker beginnt sofort mit dem Feuern von Salven kondensierter Argent-Bolzen in drei Richtungen. An das zerstörerische Potenzial dieser außerirdischen Superwaffe reicht nur die BFG heran. Ja. Ich denke, das verdeutlicht ganz genau, um was für eine Waffe es sich hier handelt. Und wir sollten die nicht leichtfertig einsetzen. Wobei, wer weiß, was für Horden an Dämonen uns noch entgegentreten werden. Wächter-Trainingsrüstung. Sieht auch cool aus. Sehr cool sogar. Ich frag mich nur, in der einen Mission konnten wir noch eine Wächterbatterie freispielen. Aber warum denn? Wofür denn? Gab es hier noch irgendein Tor, was wir jetzt nicht geöffnet haben? Ich wüsste zumindest nicht, welches es sein soll. Unten war ja auch nichts mehr, oder? Nee. Ganz unten? Gucken wir mal. Ob wir das wirklich noch einsetzen, das Teil? Das wäre episch. Es wäre echt cool irgendwie. Repertorium aktivieren. Wie war das? Wenn ich hier etwas beschieße, dann verschwende ich die Munition nicht. Doch. Doch! Super! Ich kann hier quasi für die Meisterschaft trainieren. Das finde ich super! Das finde ich richtig gut! Komm her, Gargoyle! Ah, das ging jetzt leider nicht mehr anders. Ich habe keine Munition mehr.
Oh, die Aufladung bleibt leider weg. Das nervt mich ein wenig. Oder kriege ich die jetzt zurück? Nee. Die kriege ich leider nicht zurück. Aber cool. Das heißt, da kann ich auch für die Meisterschaft trainieren. Für die verschiedenen Meisterschaften. Nice. So, jetzt bleibt nur noch eine einzige Frage. Wie kriegt man das Ding da oben? Wo ist es? Ach, eine über mir noch. Da. Wie? Mir will keine Möglichkeit einfallen. Warte mal, ist da oben... Da ist ein Schacht. Aber wie kommt man denn in diesen Schacht rein? Das ist crazy. Man kommt irgendwie in diesen Schacht rein. Von irgendwo. Und wahrscheinlich ist es sehr unauffällig. Es wird äußerst unauffällig sein, wie man in diesen Schacht reinkommt. Da lang führt das. Da lang. Samuel, verheimlichst du etwas von mir? Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Schluss. Das sind Fragen, die kann ich mir beim nächsten Mal... Ah, das sollten wir aber hören. Achtung, dies ist eine Notfallsendung des Arc-Widerstands. Überlebende Zellen rund um den Globus bestätigen, dass die dämonischen Invasoren innerhalb der letzten 24 Stunden damit begonnen haben, sich in Schwärmen nahe Blutnestern zu sammeln. Arc-Wissenschaftler glauben, dass dieses Verhalten auf die Ankunft einer Superbedrohung, eines Weltenfressers, hindeutet. Arc-Mitarbeiter raten allen Überlebenden, in den sicheren Zonen zu verweilen. Ja, und wir wissen, wer das ist. Das Icon of Sin. Hundertprozentig. Und das wird noch ein großes Problem. Auf jeden Fall. Ja, wir beenden jetzt erstmal die Aufnahme und beim nächsten Mal... Mal gucken, ob wir erstmal backtracken und alles erledigen, was wir jetzt bis hierher hatten. Damit wir, weil wir können ja offenbar nicht zurückkehren. Werden wir uns ansehen. Ich hoffe, ihr seid dabei und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.